Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Jackie Lee und herzlich willkommen zu einem weiteren Naruto Ninja Blazing Video auf meinem Kanal. Wie ihr es wahrscheinlich gemerkt habt, wir hatten heute ein Update. Die First Anniversary hat global angefangen. Ja Leute, wuhu! Der Hype ist da und das Hashirama Blazing Fest ist angekommen. Außerdem haben wir noch den neuen Granny Cat Shop Coin. Den neuen Granny Cats Hiding Place Shop, ja. Wo ihr Medals bekommen könnt, wenn ihr sammelt mit diesen Medals, könnt ihr euch Charaktere kaufen. Die Charaktere, die ihr euch aus dem Shop kaufen könnt, sind ehrlich gesagt ziemlich gut und das waren früher Top-Tier-Charaktere. Also hier ist wirklich absolut kein Charakter dabei, wo ich sage, okay, der ist schlecht. Ich will mir unbedingt diesen Naruto hier holen, den Kyubi-Sakura-Mode Naruto. Und die ganzen anderen Charaktere sind auch super. Vor allem, das sind halt alles hier Old-School-Limit-Break-Charaktere, außer dieser Guy hier. Weshalb es sich definitiv lohnt zu sammeln, weil er quasi garantiert einen dieser Charaktere bekommt. Was ist noch neu da? Wir haben das Blazing Fest. Wir haben wieder das Blazing Fest mit 9 Steps. Was sind die Steps? Also die Steps sind eigentlich zwischendurch ein paar Mal discounted. Aber so die wichtigsten Sachen bei den Steps sind, dass ihr bekommt die Coins. Und ihr bekommt beim letzten Step, ja, solltet ihr euch entscheiden, wirklich alle 9 Steps zu machen, bekommt ihr einen Hashirama garantiert. Der 6. Step ist auch noch wichtig, da ihr einen von diesen 3 Charakteren bekommt, und zwar Utakata, Hashirama oder Kazekage Gaara. Und der 3. Step ist noch relevant, weil er hier einen Blazing Fest Charakter garantiert bekommt. Das kann Hashirama sein, das kann mal genauso gut auch Kazekage Gaara sein, Zabuza, One Tail, Madara, ja, jeder Blazing Fest Charakter ist drin. Das Ding ist, dieses Banner ist ein Trap-Banner und ich sage euch jetzt ganz genau warum. Ja, bitte sammelt nicht auf dieses Banner. Und zwar wie früher Blazing Fest funktioniert hat, Blazing Fest hat euch für jeden Charakter im Blazing Fest 1% gegeben. Das war ja auch das Brokene am Blazing Fest und zwar jeder Charakter hatte 1%. Und dieser 1%-Rate hat sich nie verändert. Blazing Fest ist immer wieder gekommen und jedes Mal, wenn Blazing wiederkam, hattet ihr immer noch die 1%-Chance, den Charakter zu ziehen, den ihr haben wolltet. Das Ding ist, das hat sich das erste Mal geändert mit Killerbeat, denn mit Killerbeat war der 20. Blazing Fest Character erreicht und wir waren bei 20% beim Blazing Fest einen 5-Star zu pullen. Ihr hattet 10% auf Blazing Fest, 10% irgendeinen anderen 5-Star zu ziehen. Das heißt, das Banner hatte eine Rate von 20%. Ja, das war richtig geil. Mit der, als Tsunade gekommen ist, war das der 11. Character. Und die Odds sind runtergegangen. Wir hatten immer noch 20%, aber die Odds für jeden Charakter war niedriger. Das war bei Obito, der Wisdom Obito. Beim Wisdom Obito war das genauso. Die Rate ist nochmal runtergegangen. Was Bandai aber bei diesem Blazing Fest gemacht hat, ihr habt eine 12% Chance, eine 5-Star zu ziehen. Und jeder von den drei Karten, die featured sind, das heißt Hashirama, Utakata und Gaara, jeder von denen hat 1%. So, mal abgesehen davon, dass die Featured-Charaktere nicht so gut sind. Okay, Utakata und Hashirama sind sehr gut. Gaara ist eher, naja. Gaara ist halt immer noch eine gute Karte. Ihr wollt von dieser Karte absolut keine Dupes. Ja, seine Dupes-Abilities sind wirklich unterirdisch schlecht. Das heißt, was sie gemacht haben, sie haben das Blazing Fest um 5% schlechter gemacht und haben ihm alle Charaktere genommen. Alle Charaktere ist nicht ganz richtig, denn ihr könnt die Blazing Fest Charaktere hier immer noch ziehen, aber sie sind nicht featured. Das heißt, eure Rate, einen Blazing Fest Charakter zu ziehen, der nicht featured ist, ist unterirdisch. Ja, das heißt, die Rate, um Madara zu ziehen, um den Hard Madara zu ziehen, ist genauso wahrscheinlich wie Buddy Jirobo. Außerdem haben wir neue Raids und Impacts da. Neu dazugekommen ist der Edo Zabuza Raid. Also nicht Raid, sondern die Emergency Mission. Klar sind wieder alle Blazing Fest Missions da. Hier der. Dieser Zabuza ist hart, ja. Ihr könnt euch hier wirklich ohne Probleme die ganzen Perlen holen. Wir stehen kurz vor der Anniversary. Ja, hier nochmal richtig schönes Perlenpolster. Da könnt ihr hier schön eure Perlen aufstocken. Ist ganz nice. Dann ist Fortel Naruto wieder da. Eine sehr, sehr gute Karte. Ich habe hier ehrlich gesagt sehr, sehr wenig gemacht und ich werde da mir jetzt alle Perlen holen. Und die ganzen Stamina-Geschichten sind haft. Ja, Vorteil Naruto ist eine sehr, sehr starke Karte. Einer der besten Free-to-Play-Karten und eine richtig gute Body-Karte. Da Body in Blazing generell der schlechteste Typ ist, ist Vorteil Naruto umso besser. Ja, er ist wirklich eine Bombenkarte. Es lohnt ihn definitiv, sich auf Max Limit Break zu holen. Gehen wir ins Summon. An die sie sich fragen, okay, warum sagt der Typ, wir sollen nicht auf dieses Banner sammeln, und dann pullt er selber auf das Banner. Und zwar,
Der einzige Grund, warum man auf dieses Banner pullen sollte, ist ganz einfach. Und zwar, ihr bekommt Coins. Und wenn euch das hier anguckt, wenn ihr... Hier haben wir die Steps. Wenn ihr 4 Multis macht, also ich gehe bis zum dritten Step, der dritte Step garantiert mir einen Blazenfest-Charakter und der vierte Multi kostet nur 25 Perlen, ja? Und mit diesen 4 Multis habe ich genug Granny Ketchup Points zusammen, damit ich mir einen Charakter holen kann. Und das ist wirklich der einzige Grund, warum ich darauf pulle, weil ich kriege hier einen Blazingfest-Charakter garantiert und ich kann mir einen Charakter aus dem Granny Ketchup Coin kaufen. Also das heißt, falls ihr die Perlen überhaupt und ihr wirklich pullt, um die Granny Ketchup Points zu kriegen, lohnt es sich dafür definitiv. Ansonsten skippt dieses Banner, wartet für die Anniversary. Ja, dieses Banner ist teilweise wirklich gescrewt und Trap. Und wir springen ins allererste Multi. Da kommt der Sasuke. Ein Gold. Oh, gleich am Anfang, das ist immer richtig schlimm. Neue Karte. Ey, die ist gut, die ist gut, die ist richtig gut. Buddy Ino hatte ich noch nicht, die ist richtig gut. Ich kann mich darüber absolut nicht beschweren. Ist eine gute Karte. Schon wieder kein Sasuke am Anfang. Aua. Sowas ist natürlich immer ärgerlich. Aber jetzt kommt der Multi, wo wir einen Blazing Fest Character garantiert bekommen. Und ich hoffe, wir ziehen mehr als einen garantierten Blazing Fest Character. Wieder kein Sasuke am Anfang. Ja, nur der Garantierte. Ärgerlich. Buddy Rock Lee, das ist einer der schlechteren aus dem Pool. Okay, warte, wie viel Points habe ich mittlerweile? Zwanzig. An die, die es nicht wissen, ihr braucht 600, um euch einen Charakter kaufen zu können. Wir springen jetzt ins letzte Multi für dieses Video. Da kommt der Sasuke am Anfang. Shanaro! Da ist es. Drei Golds. Komm jetzt nicht fake. Ja, wir wollen keine Fake Five Stars sehen. Neue Karte. Oh shit, da ist er, der neue Hashirama, Alter. Auf geht's. Kasekage Gaara und... Jawohl, was ist das für ein Multi?
Und das kostet auch nur 25. Holy shit, drei Blazing Fest Charaktere. Ja, Leute, das war's von mir. Das waren meine Multipuls zum neuen Hashirama Blazing Fest. Wir haben uns jetzt noch schön aus unseren Grand. Aber ich muss noch in meine Giftbox. Ja, Leute, wir holen uns jetzt nochmal schnell unseren KCM Naruto aus dem Barbershop. Ja, da ist er. Ich wollte den unbedingt haben. Allein wegen der Combo Yubishak KCM Naruto und KCM Minato. Wird es definitiv noch ein Video geben gegen den Four-Tail Naruto Raid mit der Combo Naruto KCM Naruto KCM Minato. Ja, Leute, das war von mir, das war mein Naruto Ninja Blazing Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzuschauen. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Bye, guys.